Hallo ihr Lieben, hier gibt es noch ein kleines Infovideo, denn ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass bei mir gerade nichts hochgeladen wird. Das liegt daran, dass ich beschlossen habe, ich brauche eine kleine Sommerpause. Wahrscheinlich jetzt noch so die nächsten 2, 3 Wochen wird nichts kommen oder nur das, was ich gerade noch auf Halde habe, sag ich mal. Das, was schon hochgeladen ist, was ich aber noch nicht veröffentlicht habe. Denn ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Ich habe gerade auch frei auf der Arbeit. Oder von der Arbeit und kann mir meine Zeit ein bisschen so gestalten, wie ich das haben möchte. Das tut mir auch gerade ganz gut, deswegen gibt es erstmal keine Let's Plays die nächsten 2, 3 Wochen, vielleicht auch länger. Denn es ist auch so, dass es mir gerade so im privaten Leben nicht so hundertprozentig gut geht. Ist aber alles in Ordnung, braucht euch keine Sorgen machen. Daher nehme ich mir die Zeit jetzt einfach für den Sommer, sage ich mal, meine 2, 3 Sommerwochen, die ich mir da gönne. Und dann kommt wieder was. Das ist der erste Punkt, den ich euch sagen will. Also macht euch keine Sorgen, es kommt bald wieder was. Oder zwischendurch mal, wenn ich gerade Lust und Laune habe, das dann zu veröffentlichen. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe mir jetzt in der Zeit auch Gedanken gemacht, wie es nach dieser Sommerpause weitergehen wird. Denn es wird jetzt doch krass reduziert werden, was mein Programm angeht. Ich wollte es erst zum Studium machen, ab Oktober. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, es ist zu viel, was ich versuche, euch anzubieten. Meine Intention war, als ich den Kanal eröffnet habe, dass ich euch möglichst viel ein breites Spektrum, ganz geil aussprechen, bieten wollte. Ich wollte euch gerne ein bisschen Rundenstrategie zeigen, RPGs, alles Mögliche, was ich gerade so für mich selbst entdeckt habe an Genres oder was mir gerade Spaß macht. Und da wollte ich halt immer ein gewisses Arsenal haben, dass von jedem etwas da ist. Daher habe ich auch immer sehr viele Projekte gemacht. Das Problem ist, es ist mir jetzt im Laufe der Zeit zu viel geworden. Ich packe es einfach nicht mehr, deswegen werde ich sehr stark reduzieren, damit mir auch einfach die Freude bleibt. Ich habe nämlich gemerkt, wenn es so viel ist, das Aufnehmen ist nicht das Problem, aber die Arbeit, die dahinter steckt, war dann doch ein bisschen mehr. Und das war mir jetzt im Endeffekt zu viel. Ich wollte ja auch jetzt Tomb Raider anfangen als Ausweichprojekt für Enderal. Das wird zum Beispiel auch nicht mehr kommen. Denn mein Kanal wird jetzt nur noch aus einem Hauptprojekt bestehen, was in der Woche kommt. Dann gibt es ein Wochenendprojekt. Und alles, was ich zwischendurch aufnehme als Kurzzeitprojekt, als Let's Test, als Zusammenschnitt von Spieleabend, wenn ich mit meinen Jungs spiele oder mit meinen Mädels oder sonst was, das wird dann zwischendurch kommen, wenn es fertig ist, wenn ich Lust drauf habe, das hochzuladen oder solche Sachen. Das Hauptprojekt wird momentan The Bureau X Comedy Classified bleiben und das Wochenendprojekt Darksiders, also die laufenden Projekte. Tomb Raider wird nicht mehr kommen als Zweitprojekt, denn zwei Hauptprojekte, ein Wochenendprojekt und Dienstag und Donnerstags lief ja immer dann irgendwas zwischendurch. Ist mir einfach zu viel. Es sind einfach zu viele Projekte auf einmal für mich. Das kriege ich nicht mehr gehandelt, deswegen wird es jetzt reduziert. Ich schreibe euch nochmal in den Infotext, wollte ich gerade sagen, in die Kanalbeschreibung, was wann kommt, damit ihr einen Überblick habt. Falls ihr dann Anregungen habt oder Feedback generell leisten wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir auf Discord, über YouTube per Direktnachricht, auf Twitter, überall. Ihr dürft gerne Wünsche äußern. Vieles teste ich auch einfach nur mal an, mache sozusagen nur eine Aufnahme davon. Das werde ich auch weiterhin beibehalten, da ich probiere gerne neue Spiele aus, kann halt aber nicht alles als Projekt machen, auch wenn ich es gerne würde. Ich würde auch gerne 5, 6 Projekte gleichzeitig laufen haben, funktioniert aber einfach nicht. Also es funktioniert für mich einfach nicht mehr. Meine Zeit ist dann doch begrenzt. Und daher ist jetzt die Aufstellung krasse Reduzierung des Kanals, also nicht des Kanals, sondern das, was kommt. Ich muss dann halt zwischendurch immer mal switchen von den Genres, die ich anbieten will. Aber das wollte ich euch nur sagen. Es tut mir leid, dass ich euch da so enttäuschen muss, weil ich ja doch gerne was angekündigt habe und jetzt kommt zum Beispiel Tomb Raider nicht. Ich wollte auch gerne mal wieder Dragon Age Inquisition machen, da ich ja jetzt endlich den besseren Rechner habe. Das wird sich aber alles noch auf sich warten lassen müssen oder es kommt mal im Stream. Denn ja, ich schaff's einfach nicht mehr. Das wollte ich euch nur gesagt haben. Also, ich mache weiter mit YouTube. Ich wollte es nie ganz aufhören, aber es wird jetzt einfach reduzierter da sein.
Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem in den Projekten. Wenn ihr Wünsche habt, äußert sie. Wenn ihr generell Feedback habt, äußert alles. Ihr dürft mir auch gerne negative Kritik dalassen. Ich bin euch nicht böse. Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist total doof, dass du alles immer ankündigst und dann kommt es doch nicht. Ja, dann schreibt es mir, kann ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt labere ich schon wieder 5 Minuten mit euch, ne? Das ist ja schrecklich. Ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Genießt die hoffentlich schöne Zeit für euch. Genießt die Sonne. Entspannt euch auch ein bisschen. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.